Gut gelaunt eröffnete Helmut Reitschke die Dienstversammlung vor dem versammelten Kollegium. Endlich war es soweit. Die Max-Eid-Schule erhielt nach über einem Jahr wieder einen Schulleiter. Nachdem Claudia Galetzka die Schule im Januar 2016 verlassen hatte, übernahm der stellvertretende Schulleiter Helmut Reitschke die Aufgaben der Schulleitung kommissarisch. Schulamtsdirektor Rolf Heggeroth gab die Ernennung Friedhelm Walters zum Schulleiter der Max-Eid-Schule bekannt. In seiner Rede ging er auf die Fähigkeiten und Eigenschaften des neuen Schulleiters ein und wünschte ihm das Beste in seinem zukünftigen Aufgabenbereich. Ralf Fey war als Vertreter des Personalrates überzeugt, dass die Max-Eid-Schule einen guten Schulleiter bekomme. In einer kurzen Rede berichtete Friedhelm Walter über die Ereignisse, die ihn zu diesem Entschluss führten, die Leitung der Max-Eid-Schule zu übernehmen. Ebenso ging er darauf ein, dass es darum gehe, ein Angebot für Schülerinnen und Schüler zu erhalten, das sich nicht von dem im Ballungsraum unterscheide. Die Anwesenden gratulierten dem neuen Schulleiter Friedhelm Walter anschließend bei einem kleinen, gemütlichen Beisammensein.